Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer fruchtig frischen neuen Huhu-Folge hier in Dead by Daylight. Und mit dabei natürlich die Becky. Hallöchen, und jetzt geht gerade mein Wecker los, Kathi. Ich muss ganz kurz noch an dem Handy laufen, bin gleich wieder da. Alles klar. So, direkt hier, warte, Ah, so, okay. Bin wieder hier. So, willkommen zurück. Ich wurde gerade gefragt, ob ich Borrowed Time habe. Und du hast es, aber du hast es noch nicht gespielt. Skill first. Ja, ich bin verwirrt. Oh. So, warte mal. Ich muss jetzt erstmal wieder Mac umdingsen. So, damit ich hier überhaupt irgendwas reiße. Ja, ich wollte eigentlich ausdrücken, ich skill zuerst und daraus entstand dann Skill first. Skill first. So richtig informativ. So. Aber warte mal, ich guck mal, ob ich noch irgendwie was Gutes habe. Ich weiß nicht, was ist Gens End? Was wieder mit zu sagen? Generatoren vielleicht? Keine Ahnung. Ah, Just Gens End. Ah ja, okay, gut, das macht Sinn. Und Altruism. Das ist schon, ich finde, das ist ein schönes Wort, irgendwie altruistische Dingsbums. Altruism. Altruism. Skill first. Skill first. Oh, das hört sich so an, als würdest du sagen wollen, weißt du, so, ja, aber zuerst kommt der Skill. Ist egal, ob ich es kann oder nicht. Skill first. Das ist so richtig gutes Englisch. Skill first. Oh Mann. Okay, also man merkt, es ist noch ein bisschen sehr früh. Oh ja. Wir spielen um eine Uhrzeit, die, ich glaube, bisher haben wir noch nie so früh gespielt. Und man muss aber wirklich sagen, also liebe Leute, es ist 8 Uhr am Morgen. Und heute ist eigentlich Feiertag, das heißt, eigentlich hätten wir ja auch schlafen können, ganz entspannt, aber nein, wir dachten uns um 8 Uhr in der Früh, lass uns doch mal Dead by Daylight aufnehmen. Aber genau, wir dachten, es gibt nichts Schöneres. Genau, es gibt nichts Schöneres, als jetzt zu schreien und dadurch wach zu werden. Aber man muss halt auch wirklich sagen, ich meine, wir haben innerhalb von 5 Sekunden eine Gruppe gefunden. Also wenn ihr spielt, spielt morgens. Oh nee, Moment, spielt nicht, weil sonst finden wir keine Gruppe mehr. So. Ich starte ein Haus, ist aber nicht der Keller. Hast du, hier? Kannst du mich jetzt sehen, wenn ich die Karte aktiviere? Ja, okay. Ich sehe einen Generator, habe ich gesehen, ja. Oh, ich habe Vorwarner. Okay, ich habe die Kiste durchsucht und habe jetzt einen Medizinkoffer. Ich bin am Wasserturm. Ja, da war ich auch gerade. Es ist, Dings, Geist. Okay. Ist unsichtbar. So, ich gehe mal hinten zu dem Haus und weg von dem Wasserturm. Er läuft dem Check nach. Okay. So, ja, aber es wär natürlich cool gewesen, wenn ich jetzt direkt schon Borrowed Time quasi... Ja, er läuft der Claudette nach. Okay, ich bin hier bei einem Generator. Es wäre cool gewesen, wenn ich Borrowed Time jetzt direkt mit hätte verwenden können, aber da ich ihn einfach noch nie einmal bisher gespielt habe und das eine Runde war, wo ich nur durch Zufall entkommen bin, war das ein bisschen, ja. Okay, ich sitze an einem Generator. Tito? Hier so zwischen Mauern. Ich habe immer mal wieder Herzschlag. Ich hatte jetzt auch Vorwarnung. Okay, also ich bin auf der komplett anderen Map-Seite. Okay. Deswegen ist bei mir wohl noch nichts los. Oh, hast du den aktiviert schon? Nö, das war der andere Check. Okay. Das ging schnell. Ich bin bei der Hälfte. Wird die Claudette immer noch verfolgt? Weiß nicht, ich glaube nicht. Bin mir sicher. Zumindest habe ich jetzt immer wieder ab und an mal Herzschlag. Der Jake und ich sitzen jetzt gemeinsam an meinem Generator. Okay, gut. Ich hatte wieder Vorwarnung. Es kann gut sein, dass es sie noch verfolgt. Krass. Wir sind gleich fertig. Ja, Dito. Sehr gut. Wir gehen weiter. Meiner ist auch gleich fertig. Ich habe wieder Herzschlag. Ich schlepp vorbei. Ja, ich komme in deine Spielhälfte. Okay, sehr gut. Hier hinten ist nämlich auch dein Generator direkt bei dem Ausgang. Ich mache jetzt eben hier noch ein Totem. Cleanste du Totem? Ja, ich cleanste das Totem. Ah, ich sehe dich. Da bist du. Ja. Ah, ja. Da hinten direkt geradeaus dann ist ein Generator. Nach links hin, ja? Ja, einfach geradeaus jetzt durch. Ja, warte mal, da oben läuft wer herum. Oder habe ich. Oh nein, ist nicht mehr eingebaut. Doch, der Jake. Ah.
Ich richtig gesehen. Dann cleanst auch ein Totem. Sehr gut. Gut, sie ist am Generator. Mhm. Jetzt wieder verfolgt ihr immer noch die Claudette. Ja, oder das wäre krass. Das wäre natürlich richtig krass. Ich muss sagen, dass ich schade finde, dass unsere Ränge zurückgesetzt wurden. Ja, ich habe Vorwarnung. Aus der Richtung von dem Haus. Ja, ich finde es auch immer oh, Vorsicht, er kommt. Oh, 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 oh. Ich glaube, er läuft. Nein, mir läuft er nicht, ne? Mir glaube ich auch nicht. Nee. Ich sehe ihn aber beim Haus rumlaufen. Er läuft im Check, ne? Okay. Zerstört er gerade mit ja, ich sehe es ja. Da hinten. Er geht jetzt zu unserem Generator hin. Wollen wir jetzt in die andere Spielhälfte wieder oder wollen wir dann zu dem Generator jetzt zurück? Ich bin jetzt auch in der Nähe von dem Generator. Okay, dann komme ich auch wieder hin. Ja, ich... Ja, ich habe hier noch Herzschlag. Ja, ich sehe ihn noch nicht. Gesehen. Doch, er ist da rechts. Gelaufen. Der Chick kommt auch zurück. Ich habe Vorwarnung. Ich auch. Ah, da, ich sehe ihn. Er läuft beim Haus rum. Er läuft jetzt wieder dem Jake hinterher. Hm, dann ich gehe wieder zum Generator. Ja, ich auch. Ja, die laufen jetzt in die andere Spielhälfte gerade. Schön. Sehr gut. Gut mitgedacht vom Jake, auf jeden Fall. Ah, Entschuldigung. Kein Problem. Das war meine. Ich war so kurz vor Schluss. Verkacken, verkacken, yeah, verkacken. Ja. Oh Gott, nein, das gibt's jetzt gar nicht. Das ist wieder doof. 5 Millionen Stunden später und wir schaffen den Generator. Ich könnte schon 10-mal fertig sein und. So. So, ist, aber hier ist jetzt, glaube ich, keiner mehr, oder? Doch, oder da. Doch, da an dem Haus. Ja, sehr gut. An Offi. So, ich komme ganz langsam hinterher. Ich darf halt nie schnell rennen, weil dann immer sofort mein Sprintboost weg ist. Das ist immer so ein bisschen nervig. Also ich gucke jetzt so geradeaus so ein bisschen. Ja, da. So ah, da, ich sehe die Claudette. Ja, ich auch. Oh shit, sorry. Boah, das war jetzt aber ein großes Stück. Ja, ist krass manchmal, so, ne? Manchmal, ja. Manchmal passiert so gar nichts, manchmal so ein richtig fettes Stückchen. Wahnsinn. Ja. Okay, ich laufe dann zu dem Ausgang hin. Oh, okay, ja. Kann schon mal laufen, glaube ich. Oh, okay. Hallo. Okay, und er ist an. Sehr schön. Ich öffne. Ja, ich renne schon mal in die Richtung von... Rias. Oh, ich hoffe, er bringt ihn nicht in den Keller. Aber Keller ist hier hinten, ne? Bei uns, oder? Ja, ja, Keller ist hier bei uns. So, Ausgang ist offen. Ich weiß jetzt gar nicht. Oh, ich sehe hier die Claudette. Ja, aber ich. Ah, da. Ah, geil. Er konnte entkommen. Rias hat sich. Er hat ihn so direkt zum Ausgang gebracht. Okay, vielleicht will der Killer uns auch leben. Ja, lassen. Ja, lässt er. Okay. Weil er macht jetzt hier ganz entspannt den Ausgang auf. Da warte ich noch. Okay. Ich weiß nicht, was das soll, aber... Wir sind da. Ja, ich bin auf jeden Fall da. Also hier sind Häken manipuliert worden. Also er trägt ihn, entweder er trägt ihn jetzt zum anderen Ausgang oder er sucht einen Haken. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich hab Vorwarnung hier. Ja, wir kommen auch zu euch. Ich glaube, er trägt ihn zum anderen Ausgang. Okay. So. Das sind Böller. Lauf, Jung. Okay. So, ich heile ihn noch. Ja, also ich denke, er wird uns jetzt... Ah, der Geist! Ich lauf jetzt raus, ja? Oh, shit, so viel dazu. So,
So viel zu, ich lauf raus. Hat der, okay. Hat der One, der hat wieder, ja. Nöd, ja. Wie die Leute das so schön nennen. Ja. Okay, warte. Oh, wie nervig. Kommt ihr rausgekrabbelt? Nein. Er hebt uns immer wieder auf und... Ich will halt nicht auch noch liegen. Na, ist gut, geh weg. Also, geh nicht weg, aber... Ja. Ja, ich erhole jetzt erstmal. Er erholt. Ist die andere rausgerannt? Wo ist denn die? Nein, nein, die ist auch da. Die ist im Haus drin. So. Die geht jetzt gerade runter in die... in den Keller. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen tricky, ne, wenn er uns immer direkt... Ja, klar. Wie weit ist deine Regeneration? Warte, ist gleich fertig. Er läuft jetzt rauf auf den Hügel. Ja, ich seh's. Der Jake krabbelt zu dir, ich krabbel weg. Seh's. Und jedes Mal, wenn er mich ja hochnimmt, kann ich ja wiggeln. Nein. Ja, sehr schön. Der Jake läuft raus, sehr gut. Lauf, Jake! Das Problem ist, lauf weg, bitte. Ja, ja. Das Problem ist, er holt ihm direkt wieder von den Beinen. Claudette ist, glaube ich, jetzt auch hier. Ja. Wir sind beide da. Ich muss wieder von vorne wiggeln. Ja, egal. Jetzt kannst du dich ja rausdingsen, oder? Na komm. Schaffst du's? Ja. Nee. Okay. Nein, das klappt nicht. Hat er eiserner Griff? Nein. Ach, leck mich doch. Das ist doch dumm. Ganz ehrlich. Was ist das für ein Killer, ey? Ja. Entweder hängt er mich an oder... Ah, jetzt bin ich eklig. Runtergerüttelt. Ja, sehr gut. So. Jetzt raus mit dir. Sehr schön. Perfekt. Hui. Okay, ist ja auch mal was anderes. Also dieser Nöd. Nöd, nennen die das alle? Nöd. No one escape irgendwas. Ja. Ja. Why? Wie, why? Das Sheep. Das Schaf. Oh. I wanted points. Nein, ja. aber nein. Wir hatten Angst. Ja. Warte mal. Hier müsste es sein. Ja, genau. Niemand entrinnt dem Tod. No one escapes. Irgendwas. Ja. Irgendwas. Ja, schön, wenn er Punkte will. No one escapes death. Dead, glaube ich, heißt es. Wenn Death. Er Punkte will, dann soll er ordentlich spielen. So kriegt man Punkte. So blöd es klingt, ja. Ich habe jetzt letztens wieder die Hexe gespielt. Und das beste Beispiel, ich habe 20.000 Punkte gemacht und habe nur einen einzigen gefangen. Ja. Ja. Ist geil. So, dann ab in die nächste Runde. Also ich will ja nichts sagen, aber diese Uhrzeit zum Spielen ist mega nice. So, ich gehe noch mal ein bisschen weiter, Bill. Solange wir hier noch ein bisschen Zeit haben. Falls was ist, sage mir Bescheid. Ja, ich sage dir Bescheid, falls etwas ist. Falls etwas passieren sollte. So, Bill ist Level 24. Nice. Déjà-vu. Dann gehe ich erstmal dahin. Ich will ja irgendwie denkt man sich so, naja, aber es ist doch vielleicht Verschwendung, immer so Perks auch mitzunehmen. Aber ich will immer die Perks einfach alle haben, um sie zu haben. Einfach, ja, kann um ich sie verstehen. Zu haben. Kann nicht verstehen. So, was nehme ich denn mit? Ich glaube, ich laufe mal wieder mit leeren Händen. Irgendwie ärgert es mich, dass ich nicht schon früher erkannt habe, dass ich eigentlich immer mit leeren Händen gehen kann, dieses Kistending mitnehmen. Ja. Und dann einfach Kistenplünder. Ja. Das so. Ärgert mich. Total. Ich habe jetzt meinen letzten Perk-Slot auch erreicht. Okay. Nice. Oh, Sprintboost gibt's im Stein. Oh, nice. Oh, Sprintboost ist einfach schön. Man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach schön. So, sehr schön. Ich habe fertig geskillt mit meinen letzten Punkten quasi. Level 26 erreicht. Das trifft sich doch gut. So, dann lasse ich auch mal jetzt die Karte zu Hause und nehme jetzt nochmal dunkelstes Mondlicht mit. Und dann gucken wir einfach mal. Also, ich muss schon sagen, mein Bestand hat sich wirklich extrem rapide dezimiert. Dadurch, dass ich jetzt wirklich in jeder Folge eigentlich irgendwie was aus meinem Zeug mitgenommen habe. Und auch wenn es sich nicht lohnt zu prestigen und wenn ich ganz lange warte, aber irgendwie... Ich hatte auch überlegt,
theoretisch könnte man es ja wirklich so machen, dass ich dann dir zum Beispiel, was ich jetzt noch so an coolen Sachen habe, dass ich dann dir das quasi alles in die Hand drücke in irgendeinem Spiel. Da müssen wir halt beide entkommen, aber dass man es halt mitnimmt und ich es dann droppe und du das dann mitnimmst. Damit es halt dann, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt noch diese ganzen Karten und was ich da nicht alles habe, verbrauchen werde und kann. Mal gucken. Es wäre auf jeden Fall auch eine Idee. Ja. Oh, mir fängt schon wieder die Nase. Es ist schlimm. Also ich musste leider feststellen, da ich auch eine ganz, 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 ganz leichte Pollenallergie zu haben scheine. Weil wirklich jetzt, wo es so warm geworden ist, hatte ich wirklich also eine Zeit lang jetzt immer mal wieder die Nase so ein bisschen zu. Also nicht so extrem, so ich, sondern so wirklich, okay, eklig. Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen. Das glaube ich. So. Oh, wir sind so in the game. Ja. Verfallener Kuhstall. Cool, da opfer ich einmal was und dann kommen wir da auch hin. Nicht gut. Sehr gut. Ja, so. Vor allem, also ich, immer wenn ich so ein braunes Teil opfer, denke ich immer so, ja, das ist die Wahrscheinlichkeit. Und dann, wenn man mal... Oh, ich hab voran. Wo bist du? Am Rand. Oh, das Kettensägen. Ich weiß. Ich sitze schon am ersten Generator einfach. Shit. Ich bin direkt einmal verkackt. Ich bin gut. Ich habe Vorwarnung. Gott, kommt hier an mir vorbei. Boah, das war knapp. Oh mein fucking... Oh, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen! Wow, 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 wow. Knappe Geschichte. Ja, ich habe gerade an meinem Generator auch einmal. Ja, ich bin im Entkommen. Oh. Ja, ich habe verkackt, deswegen wird er schlecht zu mir kommen. Nee, er ist noch bei mir. Okay. Ja, ich habe Herzschlag. Er macht jetzt erstmal eine Palette kaputt. Ich stehe hinter einem Baum. So. Ja, mach jetzt mal einen Generator. Ah, hier läuft kaputt. Ein Generator. Hier ist irgendjemand und bastelt dann einen Generator rum. Da werde ich mich doch mal direkt dazu pflanzen. Oh Gott! Okay. Scheiße, Kathi. Manchmal, ey. Alles gut? Ja, noch lebe ich. Okay, gut dann. Noch kann ich so coole. Solche coolen Essdinger laufen. Ja, solche coolen Essdinger. Wie heißt das? So Schlangenlinien. Lass dir Zeit, kite ihn ruhig ein bisschen. Oh, ich habe Vorwarnung. Ich glaube, ihr kommt auf mich zu. Ja, ein Schweinebaum gerade. Ja. Da sitze ich in der Nähe an dem Generator. Ah, ja, ich sehe es gerade. Da war es blöd, auszuweichen. Ich bin aber direkt in der Nähe. Bringt er dich hier nicht an den Haken? Wo bringt er dich hin? Ja, an den rennt jetzt wieder zurück. Okay. Den Haken. Ah, doch. Ja, okay. Warte, er kommt zu dem Generator. Ja. Schön, der Baby wollte auch laufen. Nein, ich lauf. Und dann gleich heilen. Ja. Warte, lass mich jetzt direkt heilen. Ja. Oh, das ist immer so schnell bei dir. Ja, ich liebe es. So, lass uns hier direkt hingehen. Ich glaube, das war der Generator, an dem ich am Anfang so ein bisschen verkackt habe. Meiner ist zwar jetzt da hinten im Feld weiter, aber ist egal. Ja, kann ja der Bild weitermachen. Ja. Man hat auch echt das Gefühl, am Morgen trifft man nicht ganz so viele Camper irgendwie. Mhm. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Mhm. Das stimmt. Oh, es ist so angenehm, wie schnell das geht, wenn man zu zweit dran sitzt, ey. Ist der Hammer. Ja. Wenn wir dann nach hinten weglaufen, so in deine Richtung nach hinten, dann kommt noch einer. Also da ist der, den ich begonnen habe. Also begonnen, da ist auch wirklich nichts. Ich glaube, das. Wir können auch ansonsten zu dem im Feld gehen, aber... Okay. Ich gehe mal schon in die Richtung. Ja. Ich gehe da zu meinem Generator. Aber wenn er Pech hat, ist da der Keller, oder? Ich weiß nicht. Ich sehe es leider nicht. I see no Kiste. Zu weit weg. Ich glaube hier, ja, da ist der Keller. Okay. Okay. Hast du noch einen Generator? Und ich sitze. Ja. Ah, warte mal, dein Feld ist ja schon fast an, gell? Ja. Naja, fast an ist relativ, aber ist auf jeden Fall recht weit.
Dann renne ich zu deinem. Ich weiß nicht, wo der Killer ist. Er ist bei mir. Ist bei dir? Mhm. Oh krass, okay. Headschlag. Dann renne ich direkt runter. Headschlag ist jetzt weg, aber vielleicht werde ich zu deinem Generator laufen. Ich laufe zu dem im Feld. Lass mich dich doch heilen. Ah, ja, sehr gut. Ich sitze an deinem Generator. Ihr könnt also zu einem Ausgang laufen. Ist gleich fertig. Ja, du bist geheilt. Oh. Nein! Das gibt's gar nicht. Ich hasse es, wenn so zwei ganz schnell hintereinander kommen. Ja. So, Killer ist auf jeden Fall... Rennt jetzt in deine Richtung, schätze ich. Okay, geil. Ja, okay. Wo ist der zweite Ausgang? Da hinten. Ich laufe zu dem, der weiter weg ist. Okay. Zu dem Ausgang. Okay, sind beide nicht so weit weg. Nee, deswegen... Ich laufe jetzt hier einfach auf einen zu. Und bin dran. Ich auch. Ich bin als der bei der großen roten Hütte. Oh shit. Mach mich den Ausgang. Ja, ja. Nee, den Will meinte ich jetzt. Ist immer so lame, wenn die sagen, komm mit und dann wollen die halt einfach nur selbst den Ausgang machen. Mhm. Ausgang ist offen? Ja, unser auch. Ich gehe hin. Mhm. Okay, er ist noch hier. Ich loot erstmal die Kiste im Feld. Eine Taschenlampe. Ist er noch dort? So. Ich hole sie. Lass mich dich doch rein. Laufst du zum rechten oder zum linken? Also zu deinem oder zu meinem? Zu deinem. Darf ich da auch hin? Vorsicht, ja, sie ist direkt wieder down. Shit, wer ist denn da jetzt doch angequetscht? Ja, ich sehe sie da liegen. So. Hä, sie kann doch nicht schon wieder liegen. Bist du jetzt okay. Angeschlagen? Ja, weil ich sie heilen wollte. Ich habe ihn gestunt. Ja, ich laufe sie. Oh shit. Okay, er ist hinter mir jetzt, ja. Okay, ich laufe. Oh, ja, ich sehe es. Wow, okay. Ich hab's gesehen, sorry. Wir haben ihn gestunt. Ich versuche hinzurennen. Okay, geh erstmal weg. Ach, verdammte Axt. Ja, er holt sie immer wieder. Wo ist denn der andere? Weiß ich nicht. Aber ich habe gleich das Vergnügen, down zu gehen. Oh, shit. Ja, der ist gar nicht so weit von dir entfernt. Direkt neben dir im Feld. Ah ja, da. Hier. Komm her, Junge. Ich heile. Vorsicht. Ich versuche mich schnell zu recovern. Okay, ich glaube, er nimmt mich auf. Das ist ganz gut, weil ich hing ja noch nicht. Ja, so. Er hängt mich hier direkt an den Haken und die Claudette, die regeneriert sich auch gerade noch. Okay, ich hänge. Claudette liegt da noch rum, aber er... Ja, wo ist denn der Ausgang hier? Direkt hinter der Hütte, oder was? Mhm. Vorsicht, Becky hat dich gesehen. Er hat dich gesehen. Ich. So. Okay, jetzt ist mein Ding. Ah, shit. Okay. Also ich bin erstmal weg. Sehr gut. Wo bist du? Mit einem Feld. Bei dem Geigenbaum. Mit den toten Tieren. Ah, Dings ist hier, Bild ist hier. Okay. So, jetzt mal schauen. Naja gut, wir sind zu dritt, das sollten wir eigentlich schaffen. Ich bin am Ausgang. Okay, ich gehe zu ihr. Ja, ich bin bei ihr. Ja, sehr gut. Er macht die Toilette kaputt, ich hol sie schnell runter. Ja, warte, er kommt wieder, aber ich bin direkt hinter ihm quasi. Oh, Vorsicht. Sehr gut, Becky. So, warte. Er rennt hinter dir hinterher. Ja. Ja. Ich habe jetzt gleich Struggle. Wo ist sie denn? Pass auf, er kommt zum Ausgang. Kannst du dich recovern?
Ich recover. Ich hab ihn gestunt, ich hab ihn gestunt. Schön, ich werde geheilt von Dings. Sehr gut. Sie steht beim Schweinebaum dann daneben. Okay, er läuft zu Bill. Er läuft Bill hinterher. So, warte, ich komme zu dir. Oh shit, ey. Krabbel Richtung Ausgang, ja, ich seh's. Ja, Bill rennt raus, Bill rennt raus. Ich seh's. Er soll einfach rauslaufen. Ja. Jetzt bräuchte ich selbst. Warte, pass auf, er ist in S. Wo ist sie denn? Ah, shit, er hat mich gehört. Sie kommt jetzt auf uns zu. Ja, okay, ich liege. Ich hatte noch keinen Struggle, von daher ist gut. Ja, ich seh's, da ist sie. So ein bisschen in ihre Richtung. Lass mich! Und gleich darf ich hämmern! Ich recover mich, sie steht hier direkt in der Nähe. So, bin fertig recovered. Ah, sie rennt weg. Sie müsste mich nur ganz schnell hochholen. Ja, ich glaube, der Killer rennt hier nach. Ja, ich denke auch. Hallo, ich komme in deine Richtung. Hallo! Ich komme langsam angekrochen. Ja, ich glaube, ich sterbe. Es war schön, dich gekannt zu haben. Ah, tut ebenso, mir leid. Ebenso. Ah, gleich holt mich der Entitos. Captain! Stimmt nicht, Becky. I'm sorry. Sie sich freiwiggeln? Nö. Gut. Sie ist Mann, da kriegt er uns zum Schluss. Man kann nicht mehr den Sprintboost anwenden, wenn man kriecht. Interessant. Schade. Ja, ich versuche einfach nochmal. Okay. Gut. Oh, du warst ja fast draußen. Ja. Viel gefehlt hat nicht mehr, aber gut, was soll's. Ich meine, ja, es war halt Pech, vor allem, weil es am Anfang so gut lief und dann haben wir uns irgendwie, dann hat sich die Claudette catchen lassen, dann habe ich mich catchen lassen, dann hat sich Bill, wir haben uns alle catchen lassen quasi, irgendwie so, hey, yay. Das war irgendwie doof. Ja, das war echt leider sehr ungünstig, muss man sagen. Also bis dahin, bis die Ausgänge offen waren, lief es ziemlich gut, muss man halt einfach auch sagen. Dann nicht mehr, das muss man halt auch sagen. Wir hätten alle, also wenn die Claudette sich nicht catchen hätte lassen, dann hätten wir einfach alle rauslaufen können. Ja, hätte sie mich hochgeholt, aber gut, hätte Fahrradkette. Oh, was ist mit dem Xubird? Was ist mit dem Xubird? Der rage gerade richtig. How fucking retarded are you? Literally crawl right to where I'm hiding. Use your brain. Der Arme. Außerdem bin ich nicht in seine Richtung gecrouched, sondern in deine, aber gut. Oh. Boah. Mimimi. Oh, er beschwert sich, dass du ihn geheilt hast. Lol. Mimi. Gott, vor allem. So eine Diskussion. Ja, vor allem, wenn ich das Ding ist, wenn man. Ja, genau. Und er wäre bestimmt niemals entdeckt worden. Der Killer sagt ja selbst, er hat sie gesehen. Egal, ob ja, das ist sowieso. Ja, vor allem, wenn die Leute dann halt. Ich meine, wir hatten genug Zeit. Ich hatte genug Zeit, sie unter dem Dings noch zu heilen, weil er halt nicht da war. Aber, solche Leute sind dann halt. Ja. Und er spielt halt perfekt. Das ist halt das immer, was es ist. Solche Leute spielen dann immer perfekt. Ich meine, hallo? Am Ende. Ja, gut, aber gut. Da könnten wir auch noch drüber reden, aber gut. Das sind die was nächsten Regeln, Katja. Ja. Warte mal, von der verursacht. Ach so, okay. Halt Perk Strider im Finstern gegenüber. Ah, okay. Ah, ja. Egal. Dann lass uns in die nächste Runde gehen.
Wenn wir jetzt den nochmal gehabt hätten, wäre ich aber freiwillig geliebt bei so viel. Ja. Also, er hatte recht. Gerade am Ende bin ich ein bisschen zu nah an ihn herangecroucht, aber nur, weil ich in die andere Richtung crouchen wollte und den Killer damit eigentlich in die andere Richtung zu dir quasi wieder zurücklocken wollte. Aber ich meine, das mit dem Heilen. Oh, achso, ich wollte gerade sagen, hey, warum habe ich so viele Skill-Dinger? Aber ich spiele ja mit Mac gerade. ja, das mit dem Heilen finde ich halt, also. Finde ich halt immer so ein bisschen, weil du musst halt so schnell wie möglich heilen und ich hätte dafür Zeit gehabt, aber nö, wenn man dann halt wegkriegt, ist das halt so. Dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. So, ich überlege gerade. Ja, ich verbrauche einfach mal den grauen Stuff und nehme eine Taschenlampe mit. Ja, ich habe jetzt geopfert für Schrotthaufen. Dings. Autohaven. Autohaven. Oh, Teamwork. 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 Ah. Aber es ist halt immer einfach herrlich. Also jetzt sind nicht die salty Killer unterwegs, sondern die salty Survivor. Ja, salty Survivor finde ich immer noch gut. Oh, zu gut. Ja. Naja, kann man nichts machen. Ja, ich meine, also, wenn man so toll spielt, dann kann man auch, dann kann man auch entkommen, dann lässt man sich nicht catchen und keine Ahnung was. Denke ich mir dann halt auch immer in diesen Momenten, wenn das dann immer so mega die Superspieler sind. Also ich kann sein Flame in der Hinsicht, dass ich zu ihm hingecrouched bin, verstehen, weil es halt wirklich teilweise in die Richtung ging, aber ich wollte halt eigentlich weg von ihm. Mhm. Aber, ja. Ja, aber es ist trotzdem keine Art, dann jemanden so zu beschimpfen. Ja, aber das ist halt typisch. Das ist halt typisch für solche Leute, die dieses Spiel einfach zu ernst nehmen. Wo ist denn da der Fun? Wo ist denn da der Fun? Das frage ich mich dann auch immer. Aber gut, das ist genauso wie, keine Ahnung, Killer, die dann campen und auch wenig Fun bringen. Also es nimmt sich irgendwie nicht viel. Mhm. Es ist, immerhin ist es nicht ganz so salty wie die LoL-Community. Backwater-Sumpf, Kathi. Mhm. Sehr gut geopfert, Becky. Ich habe Autohaven geopfert. Ja, ich weiß, deswegen ja. Deine Opferung hat leider nichts gebracht. I'm sorry. So, ich schlafe erstmal am Rand ein bisschen herum. Ich bin direkt am Generator. Ich habe ja Taschen. Okay, irgendjemand ist in der Mitte. Ich hatte gerade gedacht, dann kurzzeitig, das wäre die Hexe, aber es war es nicht. Okay. Ich gehe zu dem. Oh, ich cleanse hier erstmal ein Totem. Oh, und da ist ja noch ein Generator. Schön. Gut, ich habe ein Totem. Okay, Holoab ist gecatcht. Ich wollte die ganze Zeit Oompa Loompa lesen. Oh, Oompa Loompa. Oompa Loompa ist also gecatcht. Ja. Mochtest du den Film Charlie und die Schokoladenfabrik? Also die mit Johnny Depp? Ja, eigentlich schon. Das ist irgendwie so ein zwiespältiges Ding. Ich denke mir so einerseits, ja, ich fand ihn ganz gut. Ja. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht so mega gut. Mhm. Ich fand ihn irgendwie auch ganz okay. Wir mussten ihn auf Englisch anschauen. Ihr musstet? Mit der Schule. Ah, okay. Ich habe ihn zuerst, bevor ich ihn auf Deutsch gesehen habe, ich ihn auf Englisch gesehen. Und dann war ich auch so ein bisschen, mein Englisch war damals noch nicht so überragend. Mhm. Und jetzt hast du dich auch an manchen Stellen so da. Also ich meine, wir haben die Geschichte durchgesprochen und sie wusste allem, was es geht und so ungefähr und hin und her, aber es war trotzdem. Oh je, Leute. Wo ist denn? Mein Generator ist auch gleich fertig. Wo ist die denn? Achso, okay. So. Wo hängt der denn? Ist es im Keller? Im Keller. Okay, er sagt, glaube ich, dass sie nicht da ist. Nee, ich glaube, er sagt eher, dass sie da ist. Okay. Ja, dann gehe ich zum Generator. Ja, wir sind eh schon zu zweit hier. Okay. Mach hier den Brotgenerator weiter. So, ich hab sie einmal. Mal gucken, ob die.
Ja, sehr gut. Folgt sie dir? Geht der andere hin und rettet? Ich hoffe. Ja. Passt super. So, bei welchem Generator sitzt der? Da ist so ein Boot, auf dem sitze ich drauf. Achso. Ich glaube, ich weiß, das kleine Boot, in der Nähe vom Keller. Ja, bin da. Ich werde dich. Komm her, meine Kleine. Dankeschön. Kriegst oh du nein. Ein bisschen, oh, Facepalm liegt schon wieder. Nicht gut. Facepalm ist disconnected. Okay. Facepalm war pissed. Na, so. Ich heile sie. Oh je. Ist noch zu früh für. Ja, Dead by Daylight. Na komm, ich muss sie noch schnell zu Ende haben. Hab sie. Du nice. Solltest weg, Becky. Na dann, erstmal weg. Ja, ich hab sie gesehen. Ich nicht, ich lauf einfach. I just run. Ich weiß jetzt gerade nicht so ganz, wo sie ist. Ich auch nicht. Nicht geguckt, bin einfach gelaufen. Also ich hatte hier auf jeden Fall Herzschlag. Ich gehe einfach mal gucken, wo ich noch einen Generator finde. Ich hab's so gemacht, wie Bambi, wie Mamas Bambi, nein. Ja, bitte? Bambis Mama genau sagen? Gesagt hat, lauf Bambi, dreh dich nicht um, lauf! Aber sie tot. Oh nein, jetzt hast du den Film gespoilert. Oh, sorry. Aber das passiert eh schon ziemlich am Anfang, also. Ah nein, eigentlich gar nicht so. So, ich bin jetzt beim Ausgang. Bei einem Generator. Ich auch. Ich sitze in einer Hütte. Oompa Loompa ist verletzt. Ich meine, ich kann verstehen, dass er Facepalm disconnected. Ich würde mich auch. Ich bin auch angepisst, ja, aber wir machen es ja auch nicht. Ich meine. Ja. Es ist halt auch oft genug, dass wir frühzeitig am Haken hängen oder dass du direkt stirbst oder so oder ich direkt sterbe. Ich meine, ich find's halt, ja, dann gehe ich lieber mit 1000 Punkten raus als mit 0. Und vor allem, ja gut, Rang zieht's ja dann sowieso, aber ich gehe hin. Langsam, aber sicher. Oh, Kacke, ey! Was ist denn jetzt los gerade? Vorwarnung. Okay. Aber sie lässt sich auch nicht ablenken. Sie campt ganz schön, oder? Ja. Ja, sie geht auf jeden Fall nicht so weit weg, wie ich es gern hätte. Generator da gleich fertig. Soll ich kommen? So, mein ist fertig. So, ich muss sie jetzt retten, sonst stirbt sie. Ja. Okay, sie hat mich einmal angehittet, das ist mein Gut. Dann kommt Oompa Loompa. Hast du gesehen, wo ich den Generator gemacht habe? Beim Haus. Ich bin jetzt beim Haus gleich. Ja. Ja, ich sehe dich. Ja, ich dich auch. Hallo. 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 Vorwarnung. Ich habe Vorwarnung aus der Richtung, ja. Gott, so viele Fähigkeiten-Checks. So überfordert. Wir können zu meinem Generator hinten gehen. Ich weiß nicht, ich wie viel nach. Der an war. Das habe ich irgendwas Praktisches in. Ich habe eine Taschenlampe, aber gut, bei der Nurse ist es schwer. Oh, eine letzte Kiste, schön. Also hier ist direkt einer, auch vor dem Ausgang noch, an den setze ich mich jetzt einfach mal, da können wir uns ja zusammen ransetzen. Ja, mit denen machen und den, der direkt am Ausgang ist. Ich sind wir eigentlich ziemlich cool. Einfach jetzt, der hier gerade. Ah, ja, hallo. Hallo. Vielleicht kommt und kommt Oompa Loompa. Ja, ich benutze Werkzeugkiste. Mhm. Dann geht's vielleicht ein bisschen schneller. Ah, shit. Oompa Loompa liegt wieder. Sie ist jetzt auch komplett direkt down. Ja, ja. Gehen wir schon mal zum anderen Generator. Der direkt beim Ausgang. Der ist jetzt direkt hier, wenn man beim Ausgang ist, sollte da einer sein. Direkt beim Ausgang? Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Glaube ich geradeaus weiter. Ich laufe einfach mal geradeaus weiter. Ah okay. Ja, hier, ich sehe. Der hier ist fertig. Ja, schön. Ich bin da. Sehr gut. Ich wette, sie kommt jetzt in unsere Richtung. Ja, ich habe Herzschlag. Ich noch nicht. Vorsicht. Sie kommt, glaube ich. Ich glaube, sie geht jetzt. Ja, sie ist bei dem Generator, den ich gerade angemacht habe. Okay. Und sie kommt in deine Richtung, schätze ich, oder?
Okay, geh mal zu dem anderen Ausgang zurück. Wo war der? Da, wo das Haus war? Da, wo das Haus ist, ja. Sie ist jetzt in der Mitte. Okay, ich hab die ziemlich fertig. Oh, sie hat mich gesehen. Oh, geil, sehr nice. Ich öffne den Ausgang, der jetzt an dem Generator. Da, wo du gerade bist, ne? Ja, ja, genau. Dann öffne. Ich komme da hin. Okay. Ist Hälfte. Mit ihrem Schlepptau. Ist über Hälfte. Ich komme. Ist offen. Dann lauf. Okay. Sehr gut. Nein, geh. Lauf. Pass. Nice! Oh, wow. Ey, das war mega knapp. Holy moly. Krass. Ich glaube, sie hat dieses Wispern, oder? Warte mal, jetzt will ich mal wissen, ob sie dieses komische Wispern hat. Ah, diesen Hauch. Ja, warte. GG. Nee, sie hat gar keine Perks. Krass. Echt? Ja. Und dafür war sie echt gut. Naja, echt gut. Ja, gut, aber sie hatte mich hinter diesem komischen Baum gesehen. Das fand ich schon interessant. Ja. Aber gut, dann war es das jetzt auch für diese Folge. Ich merke mir, ich heile keine anderen Claudettes mehr. Nein, also wie gesagt, also ich verstehe seine Kritik, auch wenn man die netter hätte ausdrücken können. Aber ja ich meine, gut, ist halt jetzt so. Ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dead by Daylight, und zwar in 2 Tagen wieder. Bis dahin wünschen wir euch ganz schöne Ostern und sagen ciao, ciao. Tschüssi.